Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Forest. So, weiter geht's. Laden, laden, laden. So, ja, wo waren wir stehen geblieben? Es ist mitten in der Nacht, bedeutet. Was ist das denn? Ach, das sind die Blumen. Ich muss noch mal schlafen. Ich muss noch mal schlafen. Oh, ich muss noch mal schlafen. So. Der Morgen graut und das lassen wir mal so, wie es ist. Und bla 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 bla. Wir laufen einfach mal weiter. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern diese zweite Insel hier erweitert wurde. Hallo? Hallo? Oh, okay. Ja, was wollte ich sagen? Ich weiß nicht, inwiefern diese Insel hier erweitert wurde, ob man jetzt Entschuldigung, um die ganze Insel rumlaufen kann oder ob man hier nur diese Ecke anschauen kann, aber ich laufe jetzt auf jeden Fall noch einmal um die Ecke hier, um hier alles anzusehen. Und dann machen wir ganz normal weiter. Wir schauen mal, dass wir ein schönes kleines Häuschen bauen. Und ja, hier sieht alles ziemlich gleich aus. Alter, sieht das nice aus. Überall eben diese Abhänge. Haben sich klug gelöst eigentlich. Da kommt ein Fluss raus. Aus dem Berg. Das ist doch schon ein bisschen seltsam. Hier war aber noch nie ein Fluss, oder? Sehe ich das falsch? Und hier fließt das Wasser graziös nach oben, wie das Wasser eben so tut. Ich will nicht sterben. Wir nehmen alles mit, was wir finden. Da lässt sich noch was machen an der Grafik. Auf jeden Fall auch ausbaufähig. Und ich würde jetzt eigentlich gerne wissen, wo der hinführt, aber ich glaube, das ist nicht, dass da unten jetzt so was Spannendes ist. Da ist nur Wald, wie sonst auch überall. Schätzungsweise, deswegen laufe ich einfach hier weiter. Ich muss mich immer ein bisschen links orientieren an der anderen Insel, wo ich gerade bin. Ja, Steine nehmen wir mit. Stöcke könnten wir auch noch brauchen, glaube ich. Ja, falls wir welche finden. Okay, Steine sind voll. Da lang, vielleicht. Da ist ja wieder das Meer, vermutlich. Und die Insel wäre aber relativ langweilig, wenn es jetzt einfach nur so wie hier um den ganzen Berg rumgeht. Aber vermutlich kommt da nicht mehr viel. Aber hier könnte man ein geiles Haus bauen, weil hier so eine große offene Fläche ist. Hat man ja nicht oft. Sieht auf jeden Fall nice aus hier, aber naja. Ich hoffe immer noch, dass man da irgendwo hoch kann, aber ich vermute mal. Nein. Ein Lurch. Was? 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 Was war das denn? Sind wir voll? Wir sind voll. Brrr, aber wir können die Lurchhäute anziehen. So. Oh, und so. Bläh. Trinken sollten wir auch mal was. Ich habe nur noch Alkohol. Das ist schlecht. Trotzdem trinke ich mal eben eins. Und was war das denn? Wir laufen weiter in Richtung Strand, vermute ich. Hue! Hue! Oh mein Gott. Wieso? Ach so, das ist wegen dem Regen. Dass es hier die ganze Zeit so plätschert. Und hier sind erstaunlich viele Bambis. Hier gibt es jetzt auch nicht wirklich noch spannendes Zeug. Genauso wie der ganze andere Wald eigentlich.
Und da hinten sehe ich sehr seltsame Bäume. Was ist das denn? Kann man die etwa auffällen? Laubbäume? Gibt es jetzt Laubbäume? Ja, tatsächlich, es gibt jetzt Laubbäume bei The Forest. Aber vermutlich nicht, was wollte ich sagen? Verschiedene Holzsorten dann. Kommt aber bestimmt auch noch, dass man das Haus unterschiedlich dekorieren kann mit verschiedenen Farben etc. Ich würde jetzt echt gerne da hoch. Warte mal. Da fällt mir gerade etwas ein. Man könnte doch theoretisch. Wo ist denn das? Dieses Seil zum Hochklettern. Tree Platform. Form. Das da. Könnte man doch gerade rein theoretisch da hochklemmen. Nein, okay. Dann soll es wohl nicht sein. So, und jetzt sehe ich gleich, ob es hier hinten weitergeht. Oder nicht. Ich setze auf nicht. Und unsere Energie ist leer. Das ist ganz schön blöde. Sieht nicht so aus, als käme man da weit. Obwohl theoretisch könnte man da schon mal hochlaufen. Aber das dauert jetzt alles zu lang. Ich will eigentlich wieder zurück. Zu dem schönen Berghäuschen. Und dann müssen wir irgendwann mal wieder in eine Höhle, um die anderen Waffen und so zu holen. Ich habe nämlich irgendwie gar nichts. Und jetzt kann ich auch nicht mehr rennen. Das ist ja wunderbar. Was ist das denn? Das scheint mir neu zu sein. Weiß nicht. Keine Ahnung. Noch nie gesehen. Ich würde echt gerne rennen, Alter. Was mache ich denn jetzt? Hoffentlich sind da jetzt keine Eingeborenen, sonst bin ich ein bisschen am Arsch. Ich bin so langsam. So langsam. Okay, ich sollte, glaube ich, echt mal was essen. Was ist das denn, Alter? Sieht aus wie eine riesige Hütte. Aber sieht nicht aus, als hätten das Eingeborene gebaut, ehrlich gesagt. Alter, ich dachte gerade, da steht jemand. Da sind Koffer. Also vermutlich doch Eingeborene. Was ist das denn? Das ist nur ein Baumstamm. Hier können wir uns jetzt gleich so das absnacken. Hoffe ich zumindest. Weil das ist echt ein bisschen blöde mit der Energie. So. Und wir gucken gleich mal noch in die Häuschen rein. Oder zumindest in eins. Da liegt ein Hai. Dass man den nicht snacken kann, ist auch irgendwie doof. Und ich habe keine einzige Soda gefunden. Leckt mich doch am Arsch. Aber wir können essen. So. Jetzt wird alles besser. Das sieht auf jeden Fall vertrauenserweckend aus. Hallo? Alter, da sollte man. Eigentlich sollte man sich hier schon mal ein bisschen einnisten und so. Aber auch mal im Ernst, was zum Teufel ist das? Oder was soll das sein? Was ist das da? Ein Seil kann man mitnehmen. Kann man immer gebrauchen. Alter, das wüsste ich jetzt echt gern, was das sein soll. Vermutlich ist da nirgends was drin. Kein Seil. Okay, ich gehe wieder. Geh weg. Okay, wir sind, glaube ich, immer noch auf der zweiten Insel, sofern ich das sehen kann. Was mich auch mal interessieren würde, wäre,
ob die Inseln eigentlich einen Namen haben. Aber vermutlich nicht. Da ist noch ein Seil. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier reinzugucken. So. Hallo, darf ich vielleicht hier? Ja. Dankeschön. Noch ein Seil. Das ist ja grandios. Ich häng fest. Und jetzt können wir gleich zurück zum zu unserem Hauptquartier. Was ist das denn? Das sind. Sieht aus wie eine Fischfalle. Oder eine Krabbenfalle, wie bei der Stranded Deep. So, und die zwei schauen auch noch mal noch rein. Kann ja nicht schaden. Da kommt mir gerade eine geile Idee für The Forest Online. Da könnte man sich mega gut einlisten mit vielen Leuten. Hier ist auch kein Seil. Gut, dann gehen wir zurück auf die erste Insel. Und was ist das denn? Sind da noch mehr Inseln oder ist das nur so ein kleines Stück? Das ist ja jetzt ganz schön weit zum Schwimmen. Ich laufe mal nach da vorne. So. Irgendwie habe ich das Gefühl, er ist ein bisschen overpowered, der Typ. Manchmal, wenn er rennt, bergauf, fliegt er total weg. Und er springt auch viel zu hoch irgendwie. Also nicht, dass es das jetzt schlecht wäre, aber ob das jetzt besonders realistisch sein soll, ich weiß es nicht. Da ist ein Regenbogen. Irgendwie gefällt mir das Wasser gar nicht mehr. Früher sah das mal richtig gut aus. Und jetzt sieht es, ja, mehr oder weniger gesagt aus wie Scheiße. Und was das da ist, würde mich auch noch interessieren. Aber ich gehe jetzt erstmal zurück zu der Hütte. Weil wir haben da noch gar keinen Schlafplatz oder so. Ich baue da jetzt erstmal einen Schlafplatz und dann könnt ihr da speichern und dann machen wir weiter. Ich hoffe, ich bin richtig. Ich glaube zumindest richtig zu sein. So, jetzt sind wir gleich wieder da. Hier bin ich das letzte Mal gestorben. Wegen zwei kleinen Einwohnern. Ich habe das Gefühl, die sind ein bisschen stärker geworden. Ich habe die Patch Notes nämlich immer noch nicht gelesen. So. Irgendwie lang. Manchmal kommt er mir richtig langsam vor, manchmal richtig viel zu schnell. Keine Ahnung. So, wieder zu Hause. Erstmal Feuer anmachen. Ach, ich check das immer noch nicht mit dem Draufbleiben. Vergesst das jedes Mal. Wir holen uns erstmal noch einen Baum. Und ich muss mal gucken. Es gibt doch jetzt auch richtige Betten, oder? Sehe ich das falsch? Ein Bett tatsächlich, das bauen wir uns nämlich gleich. Hier hin, hier so, da so, hier, ja. Okay, da brauchen wir noch ein paar Stücke. 15 Stücke, das ist blöde, aber naja. Hier sind ja genügend von diesen Büschen. Wenn es die Büsche nicht gäbe, dann hätte man echt ein Problem mit den ganzen Stöcken. So. Den nehmen wir mit. Und hier, wie viel brauchen wir noch? 9 Stück habe ich. Ich nehme immer aus Versehen die kleinen Steine mit. Obwohl ich die gar nicht brauche. Okay, wir haben 10 Stück. Dieser Berg sieht nice aus. So. Noch 4 Stück und dann haben wir ein Bett. Dann speichere ich mal direkt. So, zack, 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 zack. Und die nehmen wir mit. Und den können wir nicht mitnehmen. So. Bett und jetzt speichern wir erstmal. Halten. Ja, da sieht man mal das mit den Slots, dass man jetzt mehrere Spielstände speichern kann.
Und ja, dann beende ich diese Folge an dieser Stelle und bis zum nächsten Mal. Ciao. Thank you.